kurze Festival. So, ganz kurz noch. Und da ist sie auch hier, Jördes Triebel aus der Serie Dark. Es ist wie ein Klassentreffen irgendwie. So, der halbe Cast ist hier, was ich total cool finde. Sind die alle da? Ja, natürlich. Lisa Vicari ist da. Dann habe ich schon gesehen, der Dingens Moritz Jahn. Und. Also Lea von Aken. Oh, ich freue mich. Ich will gleich rein. Deswegen freue ich mich besonders, auch hier zu sein, weil auch nicht nur die Schauspieler von Dark hoffentlich hier sind, sondern auch das ganze Team, was damals bei Dark dabei war, hinter der Kamera. Ist ja jetzt auch wieder mit dabei und das war einfach so eine intensive, schöne Zeit, diese 3 Jahre. Es war wie eine zweite Familie, deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute hier bin. Und wer hat diese Serie auch dein Leben verändert? Das ist ja wirklich ein Welterfolg, der wirklich von Amerika bis Asien von den Fans geliebt wird. Ja, Punkt. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, es ist einfach ein Phänomen und es ist ganz toll, finde ich, dabei gewesen zu sein. Also und so Fanpost, wie ist das heute noch? Naja, die klassische Fanpost, also entweder gibt es die Autogrammsammler, die weniger die Arbeit kennen und dann, ich habe einen Instagram-Account und darüber bekomme ich halt ganz viele Nachrichten und immer noch Dark-Fans, die mir bis heute schreiben, also es... Wie bewegend ist das, wenn man wirklich weiß, also jetzt auch noch, ich glaube, bis 2,5 Jahre nach Abschluss der Serie, ja, kommen immer noch Fans, die eben sagen, Mensch, das war jetzt irgendwie ein super Auftritt und schicken dir dann sozusagen dann virtuelle Blumen oder Rosen. Na, oder bist im Urlaub im Ausland und da sind auch Touristen aus dem anderen Ende der Welt und die flippen total aus, dass sie dich jetzt hier am Strand treffen oder so. Also es ist schon echt irre. Was war da das coolste Erlebnis? Was du mal hattest irgendwie vielleicht, als du irgendwo erkannt wurdest, in Argentinien oder in Spanien oder so? Nee, das Lustigste war, ich habe mal geskyped mit jemandem, der in Brasilien Urlaub gemacht hat und da lief die Familie im Hintergrund lang und hat mich dann erkannt und ist total ausgerastet und konnte es einfach nicht fassen. Also man so denkt, das gibt's doch nicht. Ja. Super geil. Vielen lieben Dank. Danke. Ganz viel Spaß bei der Premiere. Dankeschön. Und genieß es. Es wird, wird dir gefallen, 100%. Hast du schon? Ich habe die ersten 5 Folgen schon sehen dürfen und kann nur sagen, Oh nein. Es wird gut. Dankeschön. Vielen Dank.